Viele Frauen und ihre Leistungen werden in der Wiener Stadtgeschichte nicht erwähnt und damit vergessen. Gleichzeitig sind hunderte Straßen nach Männern benannt, deren Verdienst zweifelhaft ist. Zum Beispiel Ferry Tuzika, nach dem ein Stadion benannt ist. Wir haben das Ferry Tuzika Radrennstadion anlässlich des Internationalen Frauentags umbenannt. Ferry Tuzika ist nicht nur ein Radrennsportler, sondern eben auch ein NSDAP-Mitglied. Er wurde von der Historikerkommission, die Wiener Straßennamen untersucht hat und kritisch überprüft hat, als intensiv diskussionsbedürftig bezeichnet, dieser Name. Und deshalb wollen wir das Stadion statt nach einem Nazi lieber nach einer Frau benennen, die Radsportpionierin ist. Die Elise Steininger ist ein Vorbild für uns Frauen am Rad, hat das Fahrrad mit dem Fahrrad für uns Frauen neue Räume eröffnet und erobert, mit ihren Mitstreiterinnen und den ersten Frauenfahrradsportverein gegründet, 1893. Ja, ich muss sagen, es ist schon beschämend, dass wir in einem Zeitalter leben, wo immer wir noch Stadien haben und immer noch sozusagen Straßen haben, die nach Nazis benannt werden. Nur der allergeringste Teil an personenbezogenen Verkehrsflächen ist nach Frauen benannt. Das Verhältnis ist traurige 90-10. Das muss man natürlich dringend ändern. Frauen haben so viel zur gemeinsamen Geschichte beigetragen. Ihre Leistungen sollen benannt und anerkannt werden. Unsere Geschichte soll sichtbar gemacht werden und deshalb stehen wir heute hier.